Moin und willkommen zurück zu Kudelka. Matno und Paddy, wir haben ja eben jetzt schon einige Rätsel gelöst gehabt, haben jetzt eben das Ziel, die Geisterschwestern zu machen, um dann eben hinter denen dann ein bisschen aufzuräumen und endlich mal durch die blaue Tür zu gehen und dann wiederum die neuen Geheimnisse hoffentlich zu lüften, die eben hier rund um Patrick sind, der ja, genau, also weswegen ja der James hier ist. Ja. Und Kudelka sagt ja eben auch schon von wegen, ja, sie hat auch das Gefühl, dass da nicht nur die Haushälter für, genau, ja, zuständig waren für diese ganzen Probleme mit den Monstern und so. Ist das eine Katze? Ist sie das zum zweiten Mal? Ja, das ist die schwarze Katze. Schlachten wir sie einmal und gucken, was sie fallen lässt. Denn, wie alle wissen, bringen schwarze Katzen Pech. Bringen die nicht Glück? Nein, ich glaube, die bringen Pech. Ich glaube, das ist selbe, wie wenn du durch unter einer Leiter durchläufst. Okay. Oder Spiegel kaputt machst. Achso. Oder keine Ahnung, wie viel 27 abergläubische weitere Zeichen es da noch gibt. Salz verschütterst. Jo, stimmt, das ist mit Holzklopfen oder so, ne? Irgendwie. Ja, oder schüttest du Salz oder machst du Salz irgendwas dann, oder irgendwie so. Wenn du es rechts verschüttest, über linke Schulter werft oder. Irgendwas ist da, ja. Wenn euch noch sowas einfällt, schreibt es in die Kommentare. Ich muss gerade überlegen, ich glaube, ich muss hier unten weiterlaufen. Ja, genau. Ne? Wir müssen hier unten wieder zurück, genau. 27 verschiedene Bildschirme. So. Kannst du eigentlich mal das Equip bei den Leuten überprüfen? Ich weiß nicht, ob Ding in seiner Waffe schon wieder kaputt ist. Außerdem hatten wir vorhin Ringe bekommen, ne? JJ Ring. Ja. Int geht um 4 runter. Bei ihm meintest du was? Achso, ne, passt schon. Wusste nur nicht, ob seine Waffen. Achso. Also er könnte auf jeden Fall schon mal gebrauchen. Bei ihm wäre es mir aber wichtiger. Nein. Oh. Und hier vielleicht noch? Den J-Ring? Nee. Nee. Ich glaube, bei ihm war das bei oberen auf jeden Fall. Um 10 mehr. Da das hat er erstmal ordentlich Zauber wieder. Das ist ja mal richtig geil. Das läuft. Wieder 27 verschiedene Screens. Mindestens. So. Einmal hier durch. Genau. Und hier runter. Genau. Wir haben immer noch keinen Behälter für die Säure gefunden, fällt mir das gerade mal ein. Ja. Vielleicht dann in Patricks Gemächern. Also wenn er dieser Experimentator war. Das stimmt, ja. Dann müsste da. Dann hat er eventuell bei sich irgendwie so ein Reagenzglas oder sowas in der Richtung. Ich speichere jetzt mal in diesem Raum, weil wir dürften nicht mehr allzu weit weg sein von dem, glaube ich. Ne, wir müssen jetzt noch durch den Raum mit der Säure und genau, dann sind wir auch schon da. Genau, dann passt das ja. Dann sollten wir sie diesmal hoffentlich besiegen können. Jetzt haben wir beide Puppen. Ja. Und ja. Pass auf, jetzt kommt gleich wieder so ein Punkt, ne? Es fehlt irgendein Item und wir müssen wieder suchen. Ich sehe es kommen. Oder wir müssen jetzt gar nicht kämpfen, weil ihre Geister mit ihren Puppen einfach den Weg frei machen. Das fände ich aber ehrlich schade, muss ich sagen. Weil jetzt haben sie ein eigenes Model bekommen, die beiden. Ja. Und ich habe richtig Lust auf den nächsten Bossfight, muss ich sagen. Deswegen fände ich das echt schade. Aber wir müssen noch ein Bildschirm, bis wir da reinkommen. Also, lass mich Geister verkloppen, Spiel. Jetzt. Ich komme, Mädels. Nein! Ja. Läuft. Dreimal Händchen. Klingt wie ein Menü beim Chinesen. So. Gehen wir mal direkt hier vor und stechen zu. Ich finde die Waffen echt cool. Ja gut, das macht nichts. Ja, jede Menge neue Landschaften. Ich fand die Waffe echt cool. Dankeschön, Spiel. Dankeschön. Magic. Tornado. Ja, mit der Tornado. Magic. Megalito. Genau, jetzt auch wieder, ne? Direkt auf den rechten gesprungen. Hm. Das ist ganz komisch. Oh nein, sie kriecht auf uns zu. Ja, wir haben halt ja okay, schon. Doch, das könnte auch wieder sein, hier unten. Dass die nicht mitgelevelt haben. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Wobei, ich muss ehrlich sagen, also, da steht ja, wir haben 10 Stunden das Spiel gespielt. Es kommt mir um Welten länger vor, auf jeden Fall. Und ich finde es
echt erstaunlich, wie man das alles in dieses Haus im Endeffekt bringt. Ja, ja. Auch klar, ich meine jetzt Keller und ein bisschen Garten und so, aber rein von der Handlung her und von den ganzen ja, Locations her ist das echt gut gemacht. Hat was, hat was. Ist ja auch der Grund, warum ich eigentlich schon die ganze Zeit Resident Evil 7 spielen wollte. Das soll ja auch in diesem Haus die ganze Zeit spielen. Okay. Habe ich leider noch nicht gespielt. Hätte ich aber mega Bock drauf. Vitality, ja. So. Nee, brauchen wir nicht. Jetzt legen wir mal eine neue Waffe an. Ja, wie gesagt, also wir haben Lanzen, haben wir genug. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, was haben wir denn? Ah, das Airpipe haben wir auch noch. Und da geht sogar alles höher, ohne dass er Dings verliert. Ja, weil verliert. Er nichts mehr anhat. Nee, ich meine, ohne dass er auch Agility verliert. Ach so, ja. Ich würde auf die nächste Lanze so gehen. Auf die nächste Lanze? Auf Airboard, die nächste Lanze. Aber das bringt dir halt nichts, wenn du halt nur immer Leben entziehst. Das ja. ist halt echt schade. Der Dirk wäre natürlich vielleicht auch nicht verkehrt. Wir haben ja... Dirk und Decker sind schon auf Level 3, genau. Genau, aber den Vital Dirk brauchen wir nicht, weil der ist dann auch wieder dieses Lebensentzug. Also ja, wenn dann genau. nur die beiden. Dann haben wir ein Spear mit 64. Sehr nice. Läuft. Was ist denn Skimitar? Ist, glaube ich, so ein krummes Säbel. Das ist nochmal, ja, ist nochmal ein krummes Säbel, ist aber auch nochmal in Richtung Schwert. Aber gut, da geht ja. die Agility runter. Die Airlands auch nochmal schön mit der Lanze. Ja. Die Lightlands heilt wahrscheinlich. Light ist wahrscheinlich wieder Healing, genau. Dann gehe ich jetzt hier, hier war irgendwo eine hier. Die Airlines. Ja, die Airlines. Und dann haben wir noch die, den Feuerspeer. Und dann. Und ja, für den Schluss wahrscheinlich würde ich fast sagen, dann die Dirks. Genau, ja. Die will ich mir eben aufsparen. Okay, also Walner und Wigner, die beiden Kindermumien. Grün und Shiny zwischen ihnen. Wir wollen den Key. Wir greifen zu. Gib uns so Puppen. Und die andere sagt, lauft. Wollen wir geben, ja. Once you give them the dolls, Wigner and Walner stop moving, you got a green key. Okay, also kaum, dass wir die Puppen geben, erhalten wir den grünen Schlüssel. Ja. Kannst du die Dinger jetzt nochmal anreden, die zwei? Mhm. Ich probiere es, ich probiere es. Nein, sie schaut aus, ob sie tot sind. Jetzt sind sie also again. Tot. Ja gut, dann. Ja, ach, schade. Die grüne Tür. You used the green key. You won't need it anymore. Genau. And throw them away. Aber war da nicht zwei Green Keys? Haben wir das geh nicht gesagt? Geh nochmal auf die Map. Geh nochmal auf die Map. Ha. So, und jetzt gehen wir One Floor hoch. Nein. War da, wo war die denn vorher? Ich dachte eigentlich auch, dass die da war. Ich dachte auch, dass ich eine zweite gesehen habe. Okay. Vielleicht hat sich das mit der neuen Map alles in Luft ausgelöst. Das heißt, wir haben jetzt zwei Plätze insgesamt frei. Wegen den Puppen. Gut. Und eine wegen... Ah ne, der Green Key ist die Found Potion. Ja, die brauchen wir natürlich jetzt unbedingt am Stand dieses Spiels. Ich Zelle hinten, durch die Zelle. Mal, ja. It's rusted shut. Es ist gerostet. Dafür bräuchten wir die Säure wahrscheinlich, wa? Nein. Nein? Was bräuchten wir dafür? Da sind wir vorhin runtergefallen. Also irgendwann mal sind wir da runtergefallen, sind dann durch die Folterkammer raus und dann ja bei den Mädels gelandet. Ja, stimmt. Stimmt. Wofür brauchen wir denn die Säure? Da ist noch was. Noch ein Potion? Ja. Müsste es hier nicht irgendwo... Was? Eine zweite Tür geben oder einen zweiten Exit? Charlotte's Cell. Jetzt wird es interessant. Okay. Kommt hier vielleicht ein Bosskampf oder aber kommt vielleicht kein Kampf, weil wir für sie gebetet haben. Ich hab Bock auf einen Bosskampf. Muss ich ehrlich sagen. Die Schwestern haben mich jetzt so gehypt, das ganze Spiel über. Ja, ja, ja. Will ich diese Schwestern fertig machen, weil sie uns so rasiert haben. Und zweimal. Jetzt das zweimal. Ich drücke jetzt einmal X, aber ich gucke nochmal auf die Map, weil du gesagt hast, wegen dem Raum. Da gab's. Also wir kamen, warte, von hier unten. Genau, da ist nur der Raum. Hoch, genau. Da gibt's nur den einen. Dann haben wir hier in dem Treppenhaus was Ach, wir müssen durch Charlottes Raum, um in den Vorraum zu kommen, wo wir. Genau, um dann da hinzukommen. Eieiei. Okay. Ja klar, hier kommen wir dann auch nur raus mit dem dann Blue Key. Was ist X mal alles ab, bitte. Ja, okay. Ja. Die Tür wird halt... Wird Charlotte sein? Wird halt fest. Schwader? There's still food on the table, ja. Ist halt immer noch zu essen auf dem Tisch. Ist auch bestimmt noch nicht schlecht nach den paar hundert Jahren. Ein junges Mädchen lacht leise. Suddenly the furniture in the room starts to vibrate and space itself begins to twist. Also die Luft vibriert, der Raum scheint sich so ein bisschen zu ziehen, so dieses typische Geisterhafte. Ist das Charlotte? Nein. Es sind die Stühle. Tische und Bilder.
Die Hütten. Immerhin kein Sessel, weil der wird wehtun. So, ich brauche gar nicht move, ich kann ja von hier zustechen. Make it paranormal activity. Läuft ja. Jo. Paranormal Activity war der erste Film, finde ich echt gut. Ja, den ersten, den fand ich auch super. Nur die anderen waren irgendwie ein bisschen. Ja, irgendwie. Ich meine, der zweite war wenigstens noch ein bisschen interessant wegen der Story. Ja, ja, ja. Aber ich meine, es ist dann einfach ausgelöscht. Ja. Vor allem, wenn du da immer mehr Story neu bauen willst, aber ja, das. Haben wir heute erst drüber geredet, ne? Flug der Karibik. Ja, ja. Selbe Geschichte meiner Meinung nach. Also bin ich überhaupt nicht von begeistert, diese ständigen, ja, Teil 2, 3, 4, 5, 6. Einfach nur, weil der eine halt mal Erfolg hatte. Ja. Außer sie sind gut. Crank 2. Das ist auch noch was. Ja, es müsste eigentlich noch einen dritten Teil von Crank geben. Ja, aber. Ist wie bei Machete. Die finde ich. Ja, Machete. Wobei, da ist der dritte Teil ja eigentlich schon fast safe. Ja. Dieses Jahr, glaube ich, wollen sie mit den Dreharbeiten beginnen. Ich weiß es gar nicht. Dieses oder nächstes Jahr. Ich weiß nur, dass sie... Also sie haben mit dem zweiten sowieso schon im ersten angekündigt und den dritten ja im zweiten angekündigt. Genau, ja. Wir machen mal einen ganz kleinen Aufnahmestopp. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Wir hatten gerade nur kurz Besuch von den Nachbarn, was sich ganz gut getroffen hat, weil in der Zeit auch gleich auch noch ein Telefonanruf kam. Ja, ja, muss auch mal sein. Gepasst, ja, ja. Na? So, weiter geht das. Also, wie sind jetzt die Lanze? Oder ist es eine Stärke? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich den einfach noch ein bisschen stärker machen. Einfach rein. Oder das ist jetzt wirklich war gegen diese fliegenden Viecher, weil die eine hohe Physical Defense haben. Aber beide? Vielleicht haben wir ja gleich Level Up. Hast du schon mal mit einer Lanze auf den Holzstuhl eingedroschen? Die leben immer noch, die Schüler, ne? Ja. Nach 2.500 Schaden. Die sind nicht bei Ikea gekauft. Okay. Wissen wir. Jetzt aber komm. Komm. Drauf und weg. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Ja gut, vielleicht kommt es jetzt auch einfach nur so klein vor die Zahlen, weil die Magiezahlen halt einfach so extrem hoch sind. Charlotte, do you know what these are? The letters from your mother. My mother? Letters? There's so many! Did you know that your mother was a queen of Hanover? It seems that after you were born in secret, your mother was locked up inside Alden Castle. Even while she was imprisoned there, she sent many letters to you here in the monastery. She never laid eyes on you, but she often imagined what you looked like. She dreamt of the day when she would be able to see you. Her letters never got to you, and she was never told of your death, so she continued to write you letters, even after you died. Your mother loved you, Charlotte. What? No. I can't take this now. She loved me? No. It's too scary. Hey, I feel warm. What's happening? Charlotte, how does it feel to know you are loved? Jo. Also wir wissen jetzt nicht, ob es an den Briefen lag. Also an den Briefen definitiv. Am Gebet meinst du? Im Gebet vielleicht auch. Ja. Ja, wir haben Charlotte befreit. Jetzt ist sie im Geisterreich. Beziehungsweise nicht mehr im Geisterreich, jetzt ist sie in den Himmel aufgestiegen, oder? Was auch immer da ist. Vielleicht auch in die Hölle, je nachdem. Könnte sein. Man weiß ja nicht, was sie die letzten paar hundert Jahre getan hat. Hey, ein Key-Item. Flare Brooch. Brauchen wir das vielleicht irgendwo als Schlüssel oder so? Ich denke, dass das ein Ausrüstungsgegenstand ist. Ja, hast du recht. Wahrscheinlich jetzt so ein über ultra mega Item. Wegen Flair. Was uns da unverwundbar macht. Das ist das erste Mal auch, dass wir Flair sehen, ne? Hier steht Fire, obwohl der Zauber auch Flair heißt. Das stimmt, ja. P.
Vitalität wow. geht hoch, meint nicht Vitality, das ist hier Kollege. Kollege Nahkampf. Ja. Pietät geht runter um 7. Ja, oh, perfekt. Da, nehmen wir doch. Wie viel Leben hat er? Na, so 3,5 wahrscheinlich ungefähr. Ja, sowas in den Dreh rum, ja. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, ist, dass sie sagte, it looks like, ja okay, ist nichts hier, dass sie sagte, die Mutter war eingesperrt. Hätte ich jetzt nicht so gedacht aus den Briefen. Also klang zumindest für mich ja, nicht so. Ja. Ich gucke mal, ob hier noch irgendwas ist. Na, wirst du da wohl... Das haben wir alles besiegt, was da... Nee, das ist auch nichts. Okay, dann gehen wir... Da müsste es jetzt gleich daneben eine weitere Tür geben, genau. Die da hier und das Mysterious Force und so. Ja. Ah, das Essen ist auch weg. Also wie gesagt, Charlotte ist jetzt im... Nächsten Leben. Ja, quasi. Ich speichere eben. Ja, bitte. So. Dann kommen wir jetzt zur Tür mit dem blauen Schloss. Dum, dum, dum. So ähnlich wie das Mädchen mit dem roten Halsband. Gab es nicht hier so ein Techno-Ding? Das Mädchen mit dem roten Schal, das Mädchen mit dem roten Haartuch, das Mädchen mit dem roten Halsband. Irgendwie so. Werde ich auf jeden Fall gleich mal gucken, was das ist. Schaut aus wie so eine Grube nochmal, wo die ganzen Leichen einfach... reingeschmissen wurden, das lässt ja, sich leider nichts Mensch. Anklicken. Ja, okay, blauer Schlüssel ist dann auch weg. Key. Perfekt. Gehen wir da rein. Speicher mal. Ja. Meinst du, ist es Zeit? 44, ja doch. Meinst du? Machen wir einen kurzen Cut hier an der Stelle. Alles klar. Und sehen uns dann gleich wieder, wenn wir uns in Patrick's Quarters umschauen. Diesmal von innen, nicht von außen. Ja. Alles klar. Und alle Geheimnisse entschlüsseln werden. Schön bis gleich. Ciao. Ciao.